Vor dem Wochenende haben wir einen starken Markt gesehen. Keine Gewinnmitnahmen, wirklich, zumindest mal nicht wirkliche, sagen wir so rum. Nein, im Gegenteil, der Markt ist ins Wochenende gegangen mit ziemlich viel Power. Das heißt, die Marktteilnehmer waren zu feige, ich sage das jetzt mal bewusst so provokativ, übers Wochenende nicht das Risiko zu tragen, weil sie sagen, nein, wir sind noch voll im Aufwärtstrend. Also die Angst ist aktuell überhaupt nicht nach unten gegeben, sondern sie ist etwas zu verpassen. Ansonsten hält man nicht so gerne was übers Wochenende. Positive Nachrichten also von der Seite aus. Und wir sehen das, dass seit dem Abstieg hier, nach dem, was wir gesehen haben, den ziemlich deutlichen Rücksetzer, die Bewegung ja sehr einhellig, sehr stark nach oben gegangen ist. Nichts Korrektives hier auf dem Weg nach oben. Dementsprechend der nach wie vor bestehende Hinweis darauf, dass der Bullenmarkt absolut am Leben ist und vorläufig mal nicht unterbrochen. Es gab so ein bisschen Schockmoment vielleicht im kurzfristigen. Hier haben wir eine scharfe Abwärtsbewegung erstmal gesehen. Und auch hier gab es allerdings nichts Wackeliges nach oben, also nicht irgendwie was A, B, C. Ihr könnt euch immer so als Groborientierung Fibonaccis da vor Augen halten. Ihr könnt so ein bisschen mal gucken, mit welcher Geschwindigkeit und wie so dieser Bewegungsverlauf ist. Der Teil, der macht ja noch so einen halb fünfwelligen Eindruck hier. Super, wenn das hier jetzt mit einer A, B, C nach oben gekontert wird. Aber genau das ist nicht passiert. Wir sind sogar oberhalb dieser Spiegellinie gelaufen. Das heißt, die Aufwärtsbewegung ist nicht nur gleich schnell, sie ist sogar noch latent schneller gelaufen als die Abwärtsbewegung. Das an sich ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass es eben nicht korrektiv ist. Also die Aufwärtsbewegung nicht wirklich korrektiv ist, sondern dass sie eben immer noch Teil der Aufwärtsbewegung aktuell ist und dementsprechend der Bullenmarkt noch voll am Leben. Gucken wir uns das Ganze mal an beim S&P. Da ist es nahezu das Gleiche. Ich hatte das in dem großen Update am Wochenende ja ebenfalls schon mal angebracht. Wir gehen jetzt mal ruhig eine Zeitebene kleiner, damit wir das hier so ein bisschen sehen. Auch hier bis jetzt scharfe Bewegung nach oben, dann so ein bisschen was, was man vielleicht nicht gut zuordnen kann, aber zumindest mal nicht nach scharfer Abwärtsbewegung aussieht. Also hier tue ich mich regelmäßig schwer mit solchen Bewegungen, hier einen sinnvollen Einstieg zu finden, weil sie eben nicht dieses klassische ABC-Muster mit fallenden Hochs, fallenden Tiefs hier wieder spiegeln. Oh Gott, der Zahnarzt bohrt wieder. Ich hoffe, das ist einigermaßen noch hier verständlich ohne den oder mit dem Hintergrundgeräusch hier. Also ihr seht, Aufwärtsbewegung ist nach wie vor hier eben gültig, wenn dann nach unten dann eher sehr begrenzt, sehr harmlos anmutend und dementsprechend noch die bullische Seite, die am Drücker ist. Nichtsdestotrotz, Rücksetzer fände ich eigentlich ganz gut, weil die geben uns nämlich eine Orientierung. Ja? Also wenn der Rücksetzer dann wirklich schön wackelig eben ist, also ABC-mäßig idealerweise, beziehungsweise eben nicht so. Das ist ein Rücksetzer oder von mir aus auch so ein Rücksetzer. Das ist ein Rücksetzer, der erstmal Sorge verbreitet. Der an sich ist allerdings noch nicht aussagekräftig, solange wir den Konter nicht kennen. Nämlich, ist der Konter so oder ist der Konter so? Und genau das ist die Frage. Falls wir irgendwann im Laufe des Nachmittags zum Beispiel so einen Rücksetzer mal bekommen, ist genau das wieder die Frage. Ist dann das die Gegenbewegung? Oder ist dann das die Gegenbewegung? Bei so einer Gegenbewegung ist Short absolut nicht relevant. Bei einer Gegenbewegung, die ABC-mäßig ist und der Kurs bricht durch diese Geschichte, wäre das der Garaus für die bullische Seite, zumindest mal in diesem Zeitrahmen. Das ist auch immer noch dazu zu sagen. Im Moment sieht es ja immer noch nach einer starken Aufwärtsseite aus. Aber eine Pause täte auch dem Markt jetzt nicht weh. Ja, dürfen wir nicht vergessen, dass der Markt sehr, sehr realistisch auch mal eine Pause mitnehmen kann. Das kann sogar noch diese Woche deutlich passieren. Heute ist Tesla auf dem Plan, nämlich was die Unternehmensdaten angeht. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn die großen Player, und da gibt es noch einige, die noch uns bevorstehen, Alphabet beispielsweise, Facebook, alle noch ihre Daten so halbwegs voraus, die können natürlich maßgeblich den Kurs nochmal in Bewegung setzen. Ja, so, in welche Richtung, das vermag ich nicht vorherzusehen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die entsprechende Glaskugel und könnt das schon vorherahnen. Ich weiß aber auch nicht genau, wie der Markt dann darauf reagieren wird im Vorfeld. Ich kann allerdings an der Bewegung, an der Reaktion dann eben erkennen, ist das eben ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Hier sehen wir zum Beispiel im Moment eine ganz klare Abwärtsbewegung, die aber ebenso klar eben nicht dynamisch ist, also nicht das Potenzial hat, jetzt im Moment Druck auszuüben nach unten, sondern im Gegenteil eher eine Unterstützung ist nach oben. Denn wenn schon Pause gemacht wird, keiner hat richtig Lust, sich da rauszuziehen aus dem Markt, sondern man sagt, ja, Pause, okay, aber wir warten mal, das geht bestimmt noch mal ein Stück höher. Also aktuell ist da noch keine Malaise zu erwarten hier. Man kann davon ausgehen,
dass solange dieses Verhalten eben bleibt, der Markt dann eben auch ein gutes Stück weiterläuft. So, bleibt uns eigentlich vielleicht ein Blick nochmal abschließend auf Gold zu werfen, mal gucken, wie es da aussieht, und da ist ja immer noch so die Erwartungshaltung, kann er noch hier hochgehen, werden wir dieses Niveau noch erreichen, vielleicht ein bisschen niedriger, als wir mal angenommen haben, je nachdem, welche Größenordnung wir jetzt hier von der Projektion da mitnehmen können. Allerdings muss man sagen, dass seit diesem letzten Tief, gucken wir uns diese Bewegung mal an, zoomen wir ein bisschen raus, seit dem letzten Tief, was wir hier haben, schaut euch diese Bewegung an und entscheidet ihr, ob das im Moment schon, aber selbst auch diese Bewegung, die ihr hier im Vorfeld habt, ist das ein bullisches, ein typisch bullisches Bild? Denkt immer dran, gibt es Überschneidung, gibt es wenig Überschneidung? Spätestens nachdem der Kurs hier durch ist, durch dieses Niveau, wird schon haarig auf dem Weg nach oben zu argumentieren, dass das ein bullisches Bild ist. Also dementsprechend nein, aktuell kein echtes bullisches Bild. Der Schub, der im Moment hier nach oben vorne ganz gut begonnen hat, ist durch dieses viele Überlappen, dieses viele Überschneiden längst nicht mehr das, was es mal sein sollte, und folgerichtig aktuell haben wir es eher umgekehrt wieder im kurzfristigen Chart. Ihr seht, dass die Schubbewegung nach unten, eine Gegenbewegung wackelig, hier gab es auch nochmal ein Päuschen und das, und da sind wir schon fast wieder in unserem fünffälligen Bild. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn es nochmal eine ABC gibt, bin ich auf jeden Fall auf der Short-Seite wieder mit dabei, denn das ist ein klares Schubsignal nach unten, das wäre eine ABC nach oben korrektiv und dann die Fortsetzung nach unten. Also das Bild, was wir hier mal angedeutet haben, wofür auch einiges durchaus sprach, ist kaputt gemacht worden, dadurch, dass der Kurs hier eben in diese Überschneidung so kommt und das auch noch mit einem sehr starken Impulsverhalten. Das sieht zumindest alles andere als wirklich gut aus auf der bullischen Seite aktuell. Lässt also nicht komplett ausschließen, dass der Kurs noch nach oben geht, aber vorläufig sind die Marktteilnehmer nur mäßig gewillt, auch nur annäherungsweise nach oben zu gucken. So, bevor euch jetzt das Gebohre, Gekreische da im Hintergrund zu sehr auf die Zähne schlägt, brechen wir das Ganze hier ab. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen eine Idee geben können, wie es aktuell hier aussieht bei diesen Märkten. Wir werden natürlich noch drauf gucken, jetzt live am Chart, wie es ausgeht, wer da mitmachen will. Der ist natürlich bei Born for Trading eigentlich nicht so schlecht aufgehoben, zumindest mal beim Live-Zugriff. Aber auch wenn ihr selber einfach nur ein bisschen auf den Markt gucken wollt, dann schaut nochmal drauf. Es sind so viele Möglichkeiten, die sich da noch ergeben. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr da auf der richtigen Seite liegt. In diesem Sinne, euch erstmal alles Gute.